Und während die Politik hier versucht, die Folgen des russischen Kriegs abzufedern, wird in der Ukraine weiter gekämpft. Mit größter Sorge wird auf die Gefechte im Süden geschaut, wo Europas größtes Atomkraftwerk unter Beschuss steht und nicht nur weitere Verluste an Menschenleben zu befürchten sind, sondern auch, dass es hier zu einer nuklearen Katastrophe kommt, was diesem Krieg noch einmal eine neue Dimension verleihen würde. Das AKW Saporischschja wurde schon im März von russischen Truppen besetzt und liegt fast direkt an der Front, rund 50 Kilometer Luftlinie von der gleichnamigen Stadt entfernt. Diese ist weiter unter ukrainischer Kontrolle, genauso wie Nikopol auf der nördlichen Flussseite. Von dem Beschluss dort und der Angst um das Kraftwerk berichtet unsere Reporterin Xenia Böttcher. Diesmal kamen die Einschläge nicht in der Nacht, sondern überraschend mitten am Tag. Die Rakete hat die Wand eingerissen, Metallteile schwirrten durch die Luft. Nur durch Glück gab es keine Toten. Ich habe das Zischen des ersten Geschosses gehört. Zack, dann die Rakete. Zack, auf das Haus meiner Nachbarn. Ich habe mich auf den Boden geworfen und zu ihnen rübergeschrien. Überall war Rauch, dann kamen sie rausgelaufen. Wir haben uns umarmt und gelacht, weil wir noch am Leben sind. Nikopol ist unter Dauerbeschuss aus der Nachbarstadt Enerodar. Sie ist nur 3 Kilometer entfernt und von Russen besetzt. 12 Sekunden. So viel Zeit hätten sie zwischen Abschuss und Einschlag der Geschosse, sagen sie. Wenn wir ins Bett gehen, sagen wir immer gute Nacht. Aber jetzt wissen wir nicht mehr, ob es einen Morgen gibt. Das weiß nur Gott. Die Ziele offensichtlich beliebig. Etwa 700 Häuser sind beschädigt. Es gab Tote und Verletzte. Wer die Mittel hat, ist längst geflohen. Geblieben sind vor allem die Älteren. Wer einen Angriff überlebt hat, braucht Hilfe. Türe, Fenster, Pressspan, provisorisch im Keller organisiert die Stadt die Hilfe. Luftalarm. Raus auf den Flur. Dann gleich wieder zurück ans Telefon. Für die Nachtschicht ist alles vorbereitet, dann, wenn meist die Angriffe beginnen. Die Nächte ohne Schlaf sind schwierig. Die Menschen sind müde, weil ihnen der Schlaf fehlt. Der ständige Beschuss die eine Lebensgefahr, die andere das AKW Saporischschja in Sichtweite von Nikopol. Schon mehrfach wurde es durch Geschosse getroffen. Wer schießt, ist unklar. In der von Russen besetzten Stadt regiere die Angst, erzählt uns eine Anwohnerin am Telefon. Das Personal im Kernkraftwerk ist sehr verängstigt. Ich weiß das, ich habe viele Freunde, die im Werk arbeiten. Es ist sehr hart, sie werden moralisch schikaniert. Wir alle haben große Angst. Wenn ein AKW beschossen wird, was kann man dann erwarten? Wir sind allein, niemand wird uns evakuieren, wenn Strahlung austritt. In Nikopol will Olena uns gerade die Metallsplitter zeigen, die sie täglich in ihrem Garten einsammelt. Doch dann beginnt der Luftalarm. Ich habe die Lampe mitgenommen. Wir leben mit Lampen. Es ist alles nicht leicht. Wir versuchen, auf alles vorbereitet zu sein. Rein in den Vorratskeller, der seit einem Monat ihr Nachtlager ist. Die Luft ist feucht, die Pritschen sind schmal. Vor Beschuss glaubt sie sich hier sicher, aber was bringt das alles, wenn es zu einer nuklearen Katastrophe kommt? Wir haben Tschernobyl erlebt und das hier kann schlimmer werden. Aber was sollen wir jetzt machen? Wir können nur der Welt zuschreien, dass sie uns hören. Das hier muss irgendwie aufhören. Jodpillen und Evakuierungspläne, das werde sie hier nicht mehr retten können. Und wer weiß, wohin der Wind die Strahlung dann weiterträgt, sagt Olena. In Nikopol gäbe es kein Leben, nur ein Überleben, Tag für Tag. Es ist auch die brenzliche Lage rund um das AKW Saporischschja, über die Sie gesprochen haben, heute in Lviv. Der ukrainische Präsident Selenskyj, sein türkischer Amtskollege Erdogan und UN-Generalsekretär Guterres kamen zusammen, um nach Auswegen aus der nun fast schon ein halbes Jahr andauernden Gewalt zu suchen. Vorerst mit wenig greifbaren Erfolg. Arndt Henze. UN-Generalsekretär Guterres hatte einen Plan im Gepäck. Eine entmilitarisierte Zone rund um das Atomkraftwerk Saporischschja international kontrolliert. Doch ehe der Dreiergipfel mit dem türkischen und dem ukrainischen Präsidenten überhaupt beginnt, kommt aus Moskau bereits ein kategorisches Njet, Nein. Entsprechend schroff die Reaktion. Das ist eine Bedrohung für die ganze Welt. Die atomare Erpressung durch Russland sollte ein zentrales Argument für alle sein, die immer noch zögern, Russland als Terrorstaat einzustufen. Mit allem, was das dann an rechtlichen und politischen Konsequenzen nach sich ziehen würde.
Der türkische Präsident Erdogan unterstreicht seine Bereitschaft, im Krieg weiter zu vermitteln. Und er hat ein Abkommen über Hilfe beim sofortigen Wiederaufbau zerstörter Brücken und Straßen mit nach Lviv gebracht. Die Türkei setzt sich mit aller Kraft für ein diplomatisches Ende der Kämpfe ein. Aber wir stehen dabei fest an der Seite der Ukraine. Immerhin gibt es kleine Hoffnungsschimmer. Inzwischen starten immer mehr Frachtschiffe mit ukrainischem Getreide Richtung Afrika. Eine entsprechende Einigung zwischen der Ukraine und Russland war von Erdogan und Guterres vermittelt worden. Es wird keine Lösung für die globale Nahrungsmittelkrise geben, ohne einen vollständigen Zugang zu ukrainischem Getreide und russischem Dünger. Die ganze Brutalität des russischen Angriffskriegs wird auch am Gipfeltag deutlich. Eine russische Rakete trifft ein Wohnhaus in Kharkiv. Den ganzen Tag über suchen Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden. Wir vermissen noch so viele. Meinen Nachbarn, der schon seit 20 Jahren hier lebt, und seine Neffen, die es geschafft hatten, aus Kutusa hierhin zu fliehen. Das russische Militär erklärt, der Angriff habe feindlichen Söldnern gegolten. Hier aber starben nach ukrainischen Angaben ausschließlich Zivilisten. Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Paul Pietras in Kiew. Gab es bei dem Treffen in Lviv, gab es da irgendwelche Zeichen Richtung weiterer Friedensverhandlungen? Zumindest der türkische Präsident Erdogan wollte die Hoffnung, die er vor dem Treffen geschürt hatte, auch danach nicht wirklich zu den Akten legen. Er sagte, er sei nach wie vor überzeugt, dass dieser Krieg an einem Verhandlungstisch enden werde. Dabei haben die Ergebnisse des heutigen Tages wenig Hoffnung genährt, dass das bald passieren könnte. Denn Präsident Zelensky war da sehr klar. Mit einem Land, das einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg mit vielen zivilen Opfern führe, könne man nicht verhandeln. Und eine Vorbedingung für direkte Gespräche mit Russland sei nach wie vor der totale Abzug der russischen Truppen vom ukrainischen Gebiet. Und an dieser Stelle konnte das heutige Gesprächsformat ja gar keine Fortschritte bringen. Welche Signale hat dieses Treffen all den Menschen, sowohl in der Ukraine als auch weltweit, gegeben, die sich Sorgen um eine nukleare Katastrophe machen? Zumindest keine entlastenden Signale. Es ist eher so, dass die internationalen Gäste die Sorgen und Ängste der Menschen wahrgenommen und auch ernst genommen haben. Präsident Erdogan sprach davon, man wolle kein neues Tschernobyl erleben. Und der Generalsekretär der UN, Guterres, hat gesagt, dass da drohe einfach ein Selbstmord in Saporischia. Er hat nach wie vor, wieder, wir haben es im Beitrag gehört, diese entmilitarisierte Zone dort gefordert. Russland hat sofort widersprochen, gesagt, das ist inakzeptabel, dann wäre das ja dort noch unsicherer, hieß es aus Moskau. Und genauso wenig Zustimmung ist zu erwarten für den zweiten Vorschlag, für die Forderung der Vereinten Nationen, dass nämlich die Expertenkommission der Atomenergiebehörde auf ukrainischem Gebiet anreisen solle zu diesem russisch besetzten Atomkraftwerk. Am Abend dann haben sich beide Kriegsparteien gegenseitig vorgeworfen, gefährliche Provokationen vielleicht schon für morgen vorzubereiten, dort am Atomkraftwerk. Man muss also sagen, da wurden Sorgen eher geschürt, als sie zu nehmen. Paul Pietras, vielen Dank für die Einschätzung nach Kiew. Es ist ein Bild aus längst vergangenen Zeiten. Die Ukraine spielt gegen Russland Fußball mit aller sportlichen Härte, aber doch fair und nach den Regeln. Im Oktober 1999 war das und heute wäre ein solches Länderspiel undenkbar. Das heißt aber nicht grundsätzlich, dass Russen und Ukrainer nicht miteinander kicken können. Diejenigen, die in Deutschland leben, können es jedenfalls. Patricia Klime hat mittendrin in Leipzig eine bunt gemischte Mannschaft kennengelernt, die sich selbst die kleine Sowjetunion nennt. Der Krieg ist für sie ein emotionales Thema, aber sie halten zusammen. Das hier ist kein Kick wie jeder andere. Für Dima, Juri, Igor, David und alle anderen. Sie treffen sich immer sonntags. Gleiche Zeit, gleicher Ort in Leipzig. Den Sportplatz neben der Kleingartenanlage nutzen sie halboffiziell, wie sie sagen. Jedes Mal mit ein und demselben Ritual. Erstmal den Zaun überwinden. Ist einfach Tradition, dass wir hier spielen? Nee, das funktioniert. Bisher gab es keine Probleme. Deswegen ziehen wir das auch seit mehreren Jahren schon durch. Sie sind Russen, Ukrainer, Moldawier. Rentner, Immobilienmakler, Studenten. Seit über 20 Jahren spielen sie zusammen Fußball.
Die Spieler wechseln, die Mannschaften werden zufällig gemischt, je nachdem, wer eben gerade da ist. Diesmal heißt es Gelb gegen Rot. Die Politik spielt unterschwellig natürlich mit. Gerade angesichts des Ukraine-Kriegs. Wir sprechen darüber, aber schlagen einander nicht. Aber wir sprechen darüber. Die Menschen, die verstehen sich ja. Das sieht man ja hier. Das sind ja alle Nationalitäten. Das ist eine kleine Sowjetunion. Es war auch so, dass bei uns hier auch manchmal ukrainische Kriegsflüchtlinge mit dabei waren. Die haben hier auch mitgespielt und die wissen auch, dass Russen hier mitspielen. Also man kann das einfach unterscheiden, was in der Politik passiert, was in der Welt passiert und was hier auf persönlicher Ebene passiert. 100% gegen Putin. Nicht gegen Russland, muss man nicht verwechseln, gegen Putin, gegen diese russische Regierung. Das ist meine Meinung. Sagt Eduard, der Ukrainer. Mit in seiner Mannschaft Juri, der Russe. Die Älteren leben schon über 30 Jahre hier. Als sie nach Deutschland kamen, gab es noch die Sowjetunion. Die meisten von ihnen haben inzwischen einen deutschen Pass und ihre Familien in Leipzig. Aber auch aus der Ferne belastet sie der Krieg, egal ob sie Ukrainer oder Russen sind. Dieser Krieg mit Zaporozhye, mit dieser Atomkraftwerk, das ist ein ganz gefährliches Spiel. Was können wir machen? Wir können nur spenden oder irgendwo was sagen, mehr nicht, sonst nichts. Schiedsrichter brauchen sie für ihr Fußballspiel nicht. Abgepfiffen wird nach gemeinschaftlicher Beratung. Streit gab es da noch nie. Untereinander sprechen sie alle eine Sprache, Russisch. Auch die Ukrainer ohne Vorbehalte. Weil wir haben alle Russisch gelernt, ja, in der Schule. Mhm. Ukrainische Sprache, das war zweite Sprache. Mhm. Erste Sprache war Sowjetunion, alles Russisch. Halbe ukrainische Armee spricht Russisch auch. Der Fußball lenkt sie ab von den Widrigkeiten der Gegenwart. Kontakte zu entfernten Familienangehörigen und Freunden in der Heimat machen ihnen bewusst, dass sie Glück haben, in Leipzig zu sein. Verschont von Gewalt und Entbehrung zu leben. Weil gerade in der jetzigen Zeit, wenn man sieht, was dort für ein totalitäres System also verfestigt wird, dann ist man natürlich froh, hier zu leben, eine Freiheit zu genießen. Und das haben viele Menschen auf der Welt nicht. Nach einer kurzen Pause geht das Spiel weiter. Am Ende werden die Gelben 4:1 gewinnen. Nächsten Sonntag kann das ganz anders aussehen, wenn Juri, Dima, Igor, David und all die anderen wieder zusammen kicken. Halblegal im Südosten von Leipzig.